Nein, 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 nein! Oh no! Ich hatte ihn doch! Warum tue ich das? Ja! Was ist das denn? Mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet. Mann! Nee, ich bin bereit. Sekiro kann beginnen. Ey, das ist so verwirrend. Da unten links steht weiter. Und dann drückst du. Aber es wird geladen. Das ist nur die für die Tipps. Weiterer Tipp. Ja. Genau. Ich habe das Tutorial beendet. Hier sind so zwei Leute. Der eine, der immer wieder stirbt. Die mir die Kürbisflasche gegeben hat. Und dann geht das hier weiter. Hast du das Spiel auch schon mal gespielt? Spawn? Kennst du dich mit Sekiro aus? Muss man sich ja nochmal festhalten und dann so, okay. Der Fuß ist wieder gut, ja. Naja, wenn du den Zeh jetzt so ein bisschen knubbelst, der tut natürlich immer noch weh, aber er scheint sich beruhigt zu haben. Nee, noch nicht gespielt, aber sonst so allgemein Souls-Spiele oder ich sag mal FromSoft-Spiele. Bloodborne, Dark Souls und so. Jetzt kannst du zwischen den Figuren des Bildhauers reisen, die du bereits besucht hast. Reisen kannst du über das... Was? Reisen kannst du über das... Figur des Bildhauer Reisemenü. Reisen. Sag doch einfach über das Reisemenü, nicht das Bildhauer Reisemenü. Ich glaube, ich habe außer Dark Souls 2 habe ich alle gespielt. Also Demon's Souls, Dark Souls 1, 3, Bloodborne. Doch, dürfte ich sonst alle gespielt haben. Ja, moin, Kalle. Ungus Konfekt. Ein Konfekt aus dem Sempo-Tempel. Ich spiele mal was Gescheites. Von Ungo gesegnet. Reduziert kurzzeitig den Vitalitätsschaden. Man erhält den Segen, indem man das Konfekt verzehrt und die Ungo-Haltung einnimmt. Der Geiststurz entstammt dem Übermaß an Karma des Menschen. Man muss hart auf das Konfekt beißen und es ertragen. What? Die Senpo-Mönche verteilen dieses Konfekt in China als Tribut. An ihre Militärhelden. Ja, die Tutorials. Okay. Das ist ja schon mal etwas. Ja, auf jeden Fall. Er ist hier. This is kind of fun. Hat ja versucht, mich ein bisschen zu überreden, dass ich bei den Team Battles mitmache. Aber das war mir ein bisschen zu viel Verantwortung. Ich habe auch gesagt, du, beim Turnier oder so mache ich gerne mal mit. Aber Team Battles, wo halt noch ein paar Leute hinterstehen. Das ist mir zu viel Verpflichtung. Nur ausgeliehen gehabt, Dark Souls, okay.
Feinde lassen Beute wie Objekte und Geld fallen. Du kannst Beute von mehreren Feinden und aus der Distanz sammeln. Gefundene Objekte sind anders. Zum Aufnehmen musst du ihnen nähern. Was sind denn das für Sätze? Drücken und halten. Das ist das Wichtige. Sekiro habe ich noch nie gespielt, nee. Nee, allgemein mitmachen sollte ich. Er wollte mich gerne als Teilnehmer. Ich habe gerade auf der 5 Bloodborne jetzt zweimal durchgespielt und habe irgendwie voll Bock auf so, auf diese FromSoft-Titel. Um die Wartezeit auf Elden Ring zu verkürzen, dachte ich, komm, Sekiro ist im Angebot. Habe ich vor, ja? Doch, ich wollte es beenden. Keramiksplitter, ein Stück Keramik, das beim Wurf mit einem kräftigen Knacken zerbricht. Wirf es auf Feinde, um sie abzulenken. Das Werfen und Zertrümmern dieser Stücke war unter den Kindern von Ashina sehr beliebt. Selbst als Erwachsene erinnern sie sich noch gerne an die alten Spiele. Murder It, das Spiel habe ich auch. Das war eines meiner ersten Spiele für die 4. Der Geisterdetektiv, ne? Na komm her. Leistungsmodus, keine Ahnung. Da unten ist also auch noch ein kleiner Sportfreund. Den habe ich gar nicht gesehen. Fall runter! Ich muss sagen, es ist ja wieder ein komplett anderes System als... wow! Was war das? Ist ja einfach wieder ein komplett anderes System als Bloodborne und Dark Souls. Das ist schon... Ja, weiß ich nicht. Man muss erstmal wieder mit klarkommen, ne? HDR könnte ich auf meinem Fernseher unten spielen. Aber nicht auf dem hier. Das ist ja so ein kleiner... Kleiner Bildschirm. So, warte mal. Ich habe ja diese Heilungskugeln hier. Das hier, ne? Die sollte ich mir vielleicht auch mal einstellen. Aha, jetzt habe ich ihn gesehen. Das sind Wölfe, oder was? Sag mal, wie läuft das hier mit dem Aufleveln ab?
Das habe ich auch noch nicht so ganz geblickt. Ah, da unten, Fähigkeitspunkt in 342. Und ich habe 158. Ach so, das kann man dann einfach so machen. Ich finde, bei Dark Souls und Bloodborne finde ich die Hunde immer so schlimm. Leveln gibt's nicht. Oh. Nee, was stand da eben auch da? Fähigkeitspunkt, ja. Dann schaltet man wahrscheinlich verschiedene Fähigkeiten frei, ne? Und nicht so auf Stärke oder so, ne? Guck mal, bei Bloodborne bin ich jetzt bei zwei Durchgängen. Was war das? 140 Level oder irgendwie so? Natürlich ganz geil. Und ja, natürlich habe ich diese Mondpräsenz natürlich gekillt. Manche Feinde wenden gefährliche Angriffe an, die nicht abgewehrt werden können und durch ein Gefahrsymbol zu erkennen sind. Bei solchen Angriffen musst du gut aufpassen und entsprechend reagieren. L1 bei Stoßangrifftreffer parieren, X Rundumangrifftreffer springen, spring oder sprinte bei Greifangriffen außer Reichweite. Ach du heiliges Kanonenrohr. Das bedeutet dieses Symbol und dann muss ich gucken, was er macht. Aus dem Grund ist Sekiro auch das schwerste Spiel meiner Meinung nach. Man kann nicht überleveln oder schwere Rüstung tragen oder eine Ultrawaffe benutzen und so weiter. Im Spiel hast du eine Katana und ein paar Fähigkeiten. Ja, okay. Alright. Okay. Bin absolut nicht da, okay. Und kriegt man jetzt, also sind die Punkte jetzt weg? Wie beim normalen Soul-Spiel, oder? Das muss ich jetzt mal gleich überprüfen. What? Auferstehen? Ach, diese zweite Chance hier, ne? Mit dem Blut des göttlichen Erben kannst du durch Wiederauferstehungsmacht von den Toten zurückkehren. Eine Ladung wird durch Rasten bei einer Figur des 2000. Moin, Skaletti. Da gibt es ja gar keine Energie zurück. Okay. Die Hälfte der Erfahrung. Okay.
Das ist auch alles sehr viel weitläufiger, so, ne? Man hat hier sehr viel mehr Möglichkeiten irgendwie als bei Dark Souls. Komme ich nicht auf dieser hier rauf? So, wo ist jetzt hier meine... Alle hüpfen ja auch, ne? Bei dem Rundumschlag. Ach Mann. Nee, 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 da muss ich echt üben. Das ist ja was komplett anderes. An die Wand. Jetzt kriegt Wurfsterne. Aha, ein Stern. Shinobi-Module sind nicht allein einsetzbar. Gibt dem Bildhauer damit. Ach so, ja, das hat er mir erzählt. Sobald ich irgendwie was hab, soll ich ihm das bringen. Dumm. Wieso schlägt er so oft zu? Wieso schlägt er nur so oft zu? Hüpfen. Okay. Bei diesen rundum Scheiß auf jeden Fall hüpfen. Ah, zu viel. Mitten in seinen Schlag rein. Nein, 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 nein! Oh no! Ich hatte ihn doch! Warum tue ich das? Sobald es aufleuchtet, gucken, was er da für eine Haltung annimmt. Nee, hau ab mit deiner göttlichen Hilfe. Ich will keine Hilfe.
zu gierig! Wieso stelle ich mich nur so dumm an? So, jetzt aber. Jetzt bin ich zu oft gestorben, oder was? Irgendwie besessen. Der Nexus. Ja, hier habe ich ja angefangen, ne? Je öfter jemand mit der Macht des Drachenerbes stirbt, desto weiter verbreitet sich die Krankheit namens Drachenfäule. Wenn der Wolf wiederholt endgültig stirbt, je mehr Fäule es sind. Habe ich irgendwie keinen Untertitel mehr? Komm on, Leute, ich will doch nur diesen Typen killen. Ja, herstellen bitte. Geladener Wurfstern. Cool. Benutzen und damit wechseln. Okay. Werden zum Aktivieren von Protein benötigt. Aber wie geht's, wie steht's? Ja, Spawn war definitiv erster, ja. Der war ja noch beim Countdown da. Ach, ausweichen. Wer ahnt denn, dass du so schnell kommst? Ausnahme, nächstes Mal wieder du. An einer Figur des Bildhauers. Hier davon dazu bringen, erhöht die Massen. Ah, okay. Moin, moin, Fräsors.
Ah ja, die Donkey Kong, der Donkey Kong Marathon. Stimmt, da war ja noch was. Wo schießt denn da? Ach, da oben. Ja. Was ist das denn? Mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet. Mann! Erfahrungspunkte sind so gut wie weg gewesen. Ah, den muss man hier erstmal ausrüsten. Okay. Okay. Cool. Nee, schade. Der Typ sieht echt fies aus. So, hinter mir ist auch noch irgendwo einer. Okay. Na, dann ist ja okay, dass ich da so ein paar Mal gestorben bin.
Warte, ich erwisch den Großen. Geht aber nichts in der Hand, oder? Hat doch eine ganz kleine Glocke. Habe ich den Untertitel ausgestellt? Oder ich habe jetzt die Frage. Was hat sie denn jetzt gefragt? Ich hab doch irgendwie den Untertitel ausgestellt. Leider ist mein Japanisch nicht so gut, dass ich das verstehe. Kurus Glockenamulett. Ein Glockenamulett, das du von einer alten Frau bekommen hast, die dich bat, es Buddha darzubieten. Glockenamulette schützen ihren Besitzer durch den göttlichen Segen Buddhas. Besitzt man das Glockenamulett eines anderen, so ist es üblich, es Buddha im Namen dieser Person darzubieten. Der Bildhauer im Maroden-Tempel weiß, wie man es darbietet. So, habe ich jetzt das wirklich... Ich habe das doch irgendwie ausgestellt. Untertitel aus, tatsächlich. Was bin ich denn für ein Trottel? Was ist das denn? Ach, er ist blind. Ist das Kenshi aus Mortal Kombat? Irgendwas darüber, sie würde Buddha da. Aha. Okay. What, Alter? Wo kommt das denn her? So, hier haben wir die. Den schießwütigen Ups. Und das war's mit mir. Schwarze Schießpulver.
Ja, was ist jetzt mit diesen Kügelchen? Ah, die bringen ein bisschen länger Energie, okay. So, und kann ich das hier öffnen? Nee. Soll ich den jetzt da unten noch mal killen? Oh. Gott, sind das hier so eine Basilisken oder? Oder einfach nur riesige Hühner? Ist immer noch sehr unübersichtlich, finde ich irgendwie. Weiß nicht genau so, was mein Weg ist. Zum Schlimmsten kommt einfach nur Feuer. Diese roten Augen fürchten das Feuer. Okay. Ups. Aber diese versetzte Schlagen, schlag doch zu, wenn du schon ausholst. Na los! Vergiss auch immer hier Zen einzusammeln. So, ich habe da irgendwas noch leuchten sehen, da oben. Keine Ahnung, was das war.
Kügelchen. Oh. Greifangriffe. In eine beliebige Richtung springen, sprinten, Ausweichschritt. Okay. Okay. Genau, er ist jetzt hier der Wrestler. Gleich der nächste Boss oder wie? Ich frage mich jetzt halt echt, ob ich lieber mir so einen Fähigkeitspunkt holen sollte. Ja, jetzt brauche ich ja wieder viel mehr. Wieso greift er den anderen nicht an? What the freak, Alter. Ich bin doch schon weggelaufen. Ich bin so blöd. Er hält sich ja nicht von alleine fest. Nein, nicht reisen, rasten. Ach so, okay. Genau, wieso kommt da noch ein Speertypi? Nein! So, der ist schon mal weg. Scheiße!
Ah, ja, jetzt. Nein, nein, nein. Doch, ich habe ihn. Oh, das hat auch noch geklappt. Mann, dieser Scheißgriff. Wieso bin ich so gierig? Boah. Es gibt ein Feuerwerk, davor haben tierische Gegner Angst. Glaubt nicht, dass der Boss da auch Angst hat. Ja, das war ja bei dem Lauschen irgendwie. Der Gegner mit den roten Augen hat irgendwie Angst vor Feuer oder irgendwie sowas stand da. Eine lose Gebetsperle. Okay. Aktuell habe ich zwei. Eine latente Fähigkeit, die Heilwirkung von erhöht. Medizinisches Wissen ist für das Überleben eines Shinobi unverzichtbar, da Wunden im Kampf unvermeidlich sind. Der einzige Weg, solche Techniken zu lernen, ist wieder und wieder von würdigen Gegnern verletzt zu werden. Na, Gott sei Dank. Obwohl, jetzt kann ich ja auch noch mal rasten. Mann, 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 ey. Ich glaube, man hätte schon längst eine Fähigkeit mindestens freischalten können. Ich weiß nicht, sind die Fähigkeiten wirklich gut irgendwie? Also lohnt es sich, da auch rein zu grinden? Am Schrein, ja, in dieser Hauptbasis da, ne? Der marode Tempel, oder wie sie den genannt haben. So, wo kam der Speerfuzzi eigentlich her? Da kam doch auf einmal irgendwie einer mit einem Speer an. Ach, hier oben. Ein Mibu-Ballon mit Urquellwasser, getränkt mit dem Segen des Reichtums. Wenn man den goldenen Mibu-Ballon zum Platzen bringt und betet, erhaltet alle auf, die seinen Wasserspritz für eine Zeit mehr münzen. Mibu bedeutet Wasserleben oder im Wasser geborenes Leben. Ja, fantastisch. Balken ist fast voll, jetzt nicht mehr sterben. Ja, komm, das versuche ich jetzt auf jeden Fall noch einmal.
Er geht auch irgendwie nicht durch Türen durch, ne? Hat er irgendwie keinen Bock drauf. Nachtschwalbenfernrohr, ein Bambusfernrohr. Shinobi haben gute Augen, aber mit diesem Rohr können sie noch weiter sehen. Die Nachtschwalben-Ninja dienen Ashina. Sie bewachen die Dächer der Ashina-Burg und suchen mit scharfen Augen nach Eindringlingen. Nachtschwalbenaugen entgeht nicht viel. Das sieht mir hier schon wieder sehr schwer aus. Kann von der Seite nicht geöffnet werden. Kürbissamen. Keramiksplitter. Na, ah, dann will doch schießen. Oh Mann. Und ich sage es noch. Autsch. Ich sehe nichts. Nein, jetzt mische ich dir auch noch ein. Jetzt muss ich weg. Wo ging es denn jetzt zum... Ach, ich bin da. Ich sag einfach Leuchtfeuer. Ich komme immer nicht da drauf. Noch 45 Punkte. Ja, easy. Nun habe ich auch endlich meinen ersten Punkt. Wuhu! Und das kann man so direkt machen? Wahrscheinlich auch beim Dings, ne? Beim Bildhauer. Esoterik-Text, ein Buch voller Geheimnisse über Shinobi-Techniken zum Erlernen von Fähigkeiten des Shinobi-Stils. Dieser Text beschreibt die innersten Geheimnisse der Shinobi-Künste, wie Angriffe in der Luft oder das Verbergen des Körpers, um nicht gesehen zu werden. Solche Bewegungen sind den Samurai nicht möglich. Ja. Dann kannst du ja hast, kannst du dessen Fähigkeiten im Fähigkeitenmenü Bild. Okay.
Emma soll dir den Rest erzählen. Okay. Guck mal, schon mal hier mehr Kürbisflasche. Geilo. Egal. Das ist doch schon mal cool. Ja, da steht jetzt immer noch eine, aber jetzt müsste ich ja drei haben. Ah, und hier kann man Fähigkeiten erwerben. Ach, es gibt auch Fähigkeiten, die mehr kosten. Okay. Dann nehme ich erstmal nur den. Ich freue mich so, dass ich einen Punkt habe, ey. Und der kostet einfach schon mal zwei. Ja, aber Wirbelwind-Hieb, den will man doch, oder? Beide drücken. Den will man doch haben. R1, dabei L1 halten. Ich muss ihn erst ausrüsten. Okay. Ach, nicht rasten. Jetzt wollte ich reisen. Ich dachte, ach komm, ich krieg ja auch Dark Souls hin und Bloodborne und so. Aber das hier ist doch nochmal eine andere Nummer, ne? Ist klar. Das machen wir nochmal. Nur durchs immer wieder holen und üben und sonst lernt man den Kram hier einfach nicht. So war schon besser. Ouch!
Da hat noch irgendwo jemand geschossen. Ach Mann, ey. Ich wollte zumindest noch einmal versuchen, da gegen den kleinen Miniboss wieder. Na gut, na gut. Aber macht auf jeden Fall Bock, ey. Macht Bock auf mehr. Das auf jeden Fall. Würde gerne noch. Weil wie gesagt, das macht echt Bock. Ich habe auch echt Bock auf mehr. Ich will dieses Parieren und so, weißt du? Ich will das alles meistern. Weil jetzt habe ich ja auch schon 3 Flaschen und eine Fähigkeit, die ich absolut nicht nutzen werde. Und herausgefunden, guck mal hier, man kann auch gedrückt halten. Warum habe ich das denn nie gemacht? Also, das wird schon. Das wird auf jeden Fall.